Ja, zunächst mal, Martin, herzlichen Dank für die Worte deiner Einführung. Ich glaube, du hast in vielem den Punkt getroffen, sodass ich eigentlich jetzt nur versuchen kann, noch etwas dazu darum zu sagen. Zunächst mal müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Wandel und Leben miteinander korreliert. Jedenfalls das Leben, was wir hier so auf dieser Erde erleben. Unser eigenes Leben, aber das Leben auch der Menschen, die wir schätzen. Das Leben selbst unseres Meerschweinchens, Kanarienvogels oder Hundes. Alles dieses lebt nur, weil es sich ständig wandelt. Stoffwechsel ist eigentlich nichts anderes als Wandel. Permanenter Wandel. Und nicht umsonst hat Marx als Ziel einer gesellschaftlichen Ordnung genannt, eine Gesellschaft, die den Stoffwechsel mit der Natur beherrscht. Er war der Meinung, das sei, im ersten Band des Kapitals steht so, er war der Meinung, das sei der Sozialismus. Wir haben nun Sozialismus kaum kennengelernt, außer dem von außen stark negativ beeinflussten Sozialismus auf Kuba. Alles andere war kein Sozialismus, sondern Staatskapitalismus und sonst irgendetwas. Und auf der anderen Seite der Kapitalismus, und er ist der Meinung, zunächst mal positiv bewiesen zu haben, der Kapitalismus ist nicht in der Lage, den Stoffwechsel des Menschen mit der Natur zu regulieren, sondern er führt notwendig in seinem Wandel dazu, die Natur immer weiter auszubeuten, bis hin zu der merkwürdigen Erscheinung. Sie können sich mal überlegen, wie Sie das Problem lösen würden, dass etwa jetzt von 2050 aus, damals also 100 Jahre vorausgesehen, dass die Menschen nur noch 3 bis höchstens 4 Stunden am Tage arbeiten dürften, um eine umweltverträgliche Wertschöpfung zu erreichen. Wenn wir das Wertschöpfungsprinzip des Kapitalismus weiterführen wollen, so meint Marx, dann werden wir früher oder später den Stoffwechsel des Menschen mit der Natur so gründlich verändern, dass wir an diesem mangelnden Stoffwechsel mit der Natur zugrunde gehen. Das heißt, wir wandeln uns hin zum eigenen Tode. Denn nicht nur Leben bedeutet Wandel, sondern auch Sterben bedeutet Wandel. Und man kann, wenn man will, den einen Wandel biophil nennen, den lebensmehrenden Wandel, und den anderen nekrophil. Biophil wäre ein Wandel, der jetzt nicht mehr unbedingt auf eine einzelne Person gerichtet ist, sondern sich auf soziale Systeme beruft. Wir wollen also jetzt den Begriff Biophil mal ein bisschen ausdehnen auf soziale Systeme, die entweder in sich selbst kollabieren, im Wandlungsprozess, oder die sich selbst entfalten. Und wenn ich mir jetzt einmal unsere Welt anschaue, dann sehe ich fast nur überall Wandel nekrophiler Art. Nicht, die Finanzmärkte sind extrem gestört, die Warenmärkte sind extrem gestört, die Arbeitsmärkte sind extrem gestört. Und je weiter wir uns wandeln, mit der Theorie, Wachstum ist die Voraussetzung für Reichtum und wir wollen immer reicher werden, solange wir uns unter dieser Maxime wandeln, werden wir diese Welt und uns selbst früher oder später oder unsere Nachkommen zugrunde richten. Also wir müssen irgendwie mal das ist das Erste, was notwendig wäre,
im Wandel, jetzt nationalökonomisch gesehen und weltökonomisch gesehen, dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfung, die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung weltweit gesehen nur um ein kontrolliertes Maß wächst. Das können wir durch zwei Dinge erreichen. Einmal durch Absenken der Arbeitszeit. Warum müssen wir 8 Stunden arbeiten? Es genügt ja 4 oder 3 Stunden zu arbeiten, wenn wir die gleiche Wertschöpfung damit erreichen. Oder das Zweite, das können Sie sich dann aussuchen, was Ihnen lieber ist. Der Staat steuert die Wertschöpfung, die Nettowertschöpfung des Unternehmens so weit ab, dass sie konstant bleibt, sagen wir auf einem bestimmten Zeitpunkt von 1900 und sagen wir 90 oder 95 oder so irgendwas. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Beide bedeuten das Ende des Kapitalismus. Beides ist von Marx vorhergesehen und vorhergeahnt und vorherentworfen worden. Aber wer kennt das schon? Also Wandel kann sehr wohl zum Guten sein, aber die Gesamtverteilung an Gütern, an ökonomischen Gütern, wie Arbeit oder auch Konsumgüter oder Wertpapiere, um nur 3 Marktbereiche zu nennen, auf denen extremes Ungleichgewicht auf dieser Erde beherrscht. Und dieses Ungleichgewicht nimmt zu im gleichen Umfange, wie wir von Globalisierung reden. Die Globalisierung der Geldmärkte funktioniert nicht, der Warenmärkte funktioniert nicht, es gibt Leute, die hungern müssen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind extrem verschuldet, haben aber einen Warenmarkt, der blüht, jedenfalls einigermaßen verglichen mit dem unseren im Augenblick. Japan ist extrem in finanziellen Nöten und droht von China überrundet zu werden, weil zwar Wertschöpfung produziert, aber keiner da ist, der die Wertschöpfung abnimmt. Nicht? Die Klagen unserer Politiker wegen Konsumverweigerung, die sind in Japan absolut auf die Spitze getrieben. Hier haben wir einen Wandel, eine Tendenz, die immer aus den Gleichgewichtszuständen strömt. Gleichgewichtszustände verlässt. Die armen Völker werden immer armer, die Reichen werden immer reicher, der Konsum entspricht in keiner Weise dem nationalen Reichtum. Die Staaten, die es sich leisten können, wie die USA, können sich beliebig verschulden, auch selbst wenn sie mal 1 oder 2 oder 3 Jahre keine Zusatzschulden gemacht haben. So ist der Stamm der Verschuldung doch ganz massiv. Mittlerweile hat Japan einen Zins. Der offizielle Zins der japanischen Staatsbank beträgt 0%. Sie können in Japan Yen kaufen zu 0% oder Yen Anleihen zu 0% kaufen. Es gibt keiner, der das Zeug abnimmt. Die müssen wahrscheinlich, wie das die Schweizer allerdings mal aus ganz anderen Gründen getan haben, einen Negativzins einführen. Das heißt, jeder, der eine Staatsanleihe kauft, kriegt noch dazu 100 Yen oder 1000 Yen dazu. Ich wollte damit sagen, dass das, was heute unter Globalisierung läuft, zu immer größeren Ungleichgewichtszuständen führt. Also der Wandel ist im Wesentlichen, wenn wir Ungleichgewichtszustände einmal im Regelfall, nicht immer, im Regelfall als negativ betrachten, ich will damit in keiner Weise der Neoklassik das Wort reden, es ist also jetzt nicht der Ungleichgewichtszustand einer Nationalökonomie gemeint, sondern der Weltökonomie gemeint. Wenn damit der Ungleichgewichtszustand der Weltökonomie gemeint ist und das Ergebnis der Globalisierung ist, dann sollten wir alles tun, um das zu stoppen. Das wäre ein Wandel zum Negativen. Also, wenn Ungleichgewichtszustände weltweit auf den Weltmärkten zu Ungleichgewichtszuständen führen,
dann ist die ganze Globalisierung eine Illusion von den Leuten, die im Wesentlichen an den Produktionen, zum Teil auch an den Kapitalmärkten hängen, um sich selbst stärker zu bereichern. Wie man Globalisierung stoppen kann, das weiß ich allerdings auch nicht. Da habe ich kein Rezept, außer dem schon eben genannten Rezept. Man limitiert die volkswirtschaftliche Wertschöpfung. Setzt sie fest und steuert alles andere ab und senkt die Arbeitszeit, dass diese Wertschöpfung gerade erreicht hat, aber nicht darüber hinaus. Wenn Sie einen anderen Einfall haben, sagen Sie mir, damit auch ich komme und ihn anbete. Wenn wir jedenfalls so weitermachen wie jetzt, dann würden wir bei der gleichen Arbeitsproduktivität und bei der gleichen, bei dem gleichen Kapitaleinsatz, also das meint disponibles Geld, das zur Investition gedacht ist, dann werden wir in 30 Jahren, was haben wir jetzt, ja, also 2035, etwa so viel produzieren, wie jetzt weltweit produziert wird an Industrieprodukten. Wo soll das hinführen? Nicht, die USA wird ein Mehrfaches dann auch noch produzieren. Es wird aber kein Abnehmer mehr da sein. Es gibt eine schreckliche Deflationskrise. Das heißt, die Nachfrage ist zu gering, um das Angebot abzunehmen. Und es kommt dann zu einem Weltkollaps, Weltwirtschaftskollaps, den wir jetzt ahnen. Wir sind gerade ja dabei, ihn zu erleben, mit dem der von 29 bis 32 eine Bagatelle war, eine Deflationskrise. Wenn Sie jetzt übrigens die letzten 5 Jahre mal, oder die letzten 4 Jahre mal zusammenzählen und mal Kapitalvernichtung durch das Absenken des Aktienwertes mal zusammenrechnen, dann werden Sie darauf kommen, dass die sogenannte Weltwirtschaftskrise von 29 eine vergleichsweise Bagatelle sind. Wir haben es nämlich schon mehr als verdoppelt, die Kapitalvernichtung. In den letzten 4 Jahren, nur dass es damals in 2 Tagen oder in 3 Tagen im Wesentlichen vor sich ging, wenn es bei uns 4 Jahre brauchte. Also, ich will darauf nur aufmerksam machen, dass Ungleichgewichtszustände im Augenblick das ökonomische, sowohl das nationalökonomische Geschehen, bei uns vor allen Dingen der Arbeitsmarkt, aber auch sicher der Kapitalmarkt, und auf der anderen Ungleichgewichtszustände auf der einen bei uns und in anderen Ländern vor allen Dingen der Warenmarkt, bei den sogenannten Drittweltländern, und der Geldmarkt in diesem Fall. Also Geld ist, Geld kann zu Kapital werden, muss aber nicht zu Kapital werden. Geld wird genau dann zu Kapital, wenn es anlagebereit ist, aber die haben gar kein Geld, geschweige denn Kapital. Und es wird auch kein Kapital eingeführt und zugeführt. Kein Mensch geht mit einem Unternehmen unbedingt in ein Drittweltland, wenn das nicht von der Weltbank oder, wir werden es ja jetzt erleben, in den nächsten Tagen von der Weltbank oder einem anderen Institut der Bretton Woods, stark subventioniert wird. Nicht, wenn wir das Gleiche machen, wenn die Weltbank das Gleiche machen würde, was wir mit den neuen Bundesländern gemacht hätten. Also prinzipiell 50% des Anlagevermögens vorzuschießen, als verlorenen Vorschuss. Vielleicht würde dann was klappen, aber so vermögend ist selbst die Weltbank nicht und der Weltwährungsfonds auch nicht. Ganz abgesehen davon, dass das natürlich Geld von den Ländern ist, die etwas mehr haben und nicht etwa Geld, was die Weltbank selbst geschaffen hätte. Nicht, als wenn die nicht selbst Geld schaffen könnte, sie tut es auch gelegentlich, aber in erträglichem Umfange.
Also Wandel kann bedeuten Mehrung von systemischem Leben und Wandel kann bedeuten von Minderung systemischen Lebens. Ich habe im Augenblick jetzt von dem Wandel, der systemisches Leben mindert, gesprochen. Nicht, wie kann man aber Wandel im systemischen Leben, wenigstens auf der Ebene der Nationalökonomie, bessern? Das ist eine Frage, die konkrete Politik angeht. Konkrete Politik ist ja vorläufig noch immer Nationalpolitik, im Wesentlichen jedenfalls. Diese konkrete Politik, die im Wesentlichen noch Nationalpolitik ist, hat zu versuchen, die fünf Märkte, Arbeitsmarkt, Geldmarkt oder Kapitalmarkt, Wertpapiermarkt, Warenmarkt und Außenmarkt ins Gleichgewicht zu bringen. Und alle in allen fünf Märkten haben wir in den letzten 10, 15 Jahren, ich will das nicht nur einer Partei oder einer Gruppe vielleicht von Parteien zuordnen, eher ins Ungleichgewicht gebracht als ins Gleichgewicht, auch nationalökonomisch. Nicht? Die latente, schleichende Zunahme der Arbeitslosigkeit, die können wir nicht mit 4,1 Millionen abtun. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass 400.000, 300.000, 500.000, irgendwo was dazwischen, wegen aus Altersgründen aus dem Beruf ausgeschieden Grund sind. Und dass die Jugend nur beschränkt nachkommt und auf diese Weise, wie ja schon immer, einen Arbeitsgewinn haben, eine Minderung der Arbeitsfähigkeit von etwa 500.000 im Jahr. Oder von 0,3 Millionen oder 0,4 Millionen im Jahr, Sie können das mal ausrechnen. Und ich nehme an, dass Herr Schröder, das ist völlig rational, sein merkwürdiges Versprechen mit die Sache mit den 3,5% einfach jetzt aufgerechnet hat. Über 4 Jahre haben wir 5%, haben wir 10%, die aussteigen, 5%, die nachkommen, und das sind 35% Arbeitslose. Ohne dass es da irgendwas tun müsste dafür. Aber wir kommen hier jetzt zu einem, gerade im nationalökonomischen, aber auch im weltökonomischen Wandel, vor eine Problematik, die uns wahrscheinlich nicht bewusst ist, weil wir sie nicht beherrschen können und deshalb auch erst gar nicht versuchen, sie zu beherrschen. Die Sache mit der Globalisierung, die können wir langsamer fahren und anders fahren, das gebe ich zu. Aber in sozialen Systemen gibt es autodynamische Prozesse, die wir Menschen mit unserer Rationalität nicht mehr beherrschen. Ich habe Ihnen in diesem Raum schon mal erzählt von meinem Freund August von Hayek, mit dem ich im Fernsehen, österreichischen Fernsehen, mehrere Diskussionen hatte über diese und ähnliche Sachen. Er war der Meinung, dass makroökonomische Systeme etwa von der Größe der Marktwirtschaft an Rationalität, unsere Rationalität so weit übersteigen, dass wir mit unserer Rationalität sie nicht mehr einholen können und alles, was wir tun, anders in einen Ausgang hat, den wir nicht vorhersehen. Wenn dem so ist, dann dürfen wir auch nicht uns wundern, dass wir etwas anderes tun können, als offensichtliche Fehlläufe zu korrigieren. Nicht aber den Hauptlauf, den Hauptstrom, ein neues Bild zu geben. Wenn dem so ist, dann ist jedenfalls nach Marx dargestellt vor allen Dingen jetzt in dem Kommunistischen Manifest, die Globalisierung eine notwendige Endstufe des Kapitalismus. Eine notwendige Endstufe des Kapitalismus. Warum? Wenn das Kapital, das anlagewillige und bereite Kapital,
vor allen Dingen an einer guten Rendite interessiert ist, dann war das früher so, dass der normale Handwerker versucht hat, auch noch in den Zeiten des Merkantilismus, versucht hat, durch Beschränkungen von bestimmten Berufen auf bestimmte Städte das Einkommen zu sichern. Danach kam denn der Kapitalismus und hat damit aufgeräumt, hat gesagt, nee, der Staat ist nicht so reich, wie der König oder der Herrscher Geld hat, um Soldaten zu kaufen und damit andere Länder zu beherrschen. Nein, auch Schulden können wichtig sein. Man kann sich in einem gewissen Maße verschulden, um die Wertschöpfung zu optimieren. Über das Maß der Verschuldung hinaus. Nicht? Und das ist eigentlich einer der Grundgedanken des Kapitalismus. Das ist einer der Großtaten des Kapitalismus, der dafür für das moderne Bankensystem, dessen Funktionieren und Dysfunktionieren, besorgt hat. Diese Automatismen, die dazu geführt haben, dass einmal die Theorien Colberts und auch die der frühen Kapitalisten sich total überholt haben, über Mechanismen, die dem Kapitalismus intern aber noch nicht entwickelt waren, dann langsam über die Entwicklung dieser Mechanismen unsere heutige Gestalt angenommen haben, die von Staat zu Staat ja sehr verschieden ist. Nicht, wenn Sie einmal die Staatsverschuldung von Österreich mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichen, dann werden Sie sagen, merkantilistisch gesehen, sind wir reich. Aber kapitalistisch gesehen sind wir vergleichbar. Mit etwas geringerem Lebensstandard in Österreich gebe ich zu, etwas niederen Preisen für viele Waren gebe ich auch zu. Etwas höhere Zinsen für manche Kapitaleinlagen gebe ich auch zu. Aber letztlich ist das nach wie vor die gleiche Grundidee. Und wir werden ja sehen, wie Österreich sich entfaltet und entwickelt. Heute in einem Monat sind ja auch in Österreich Wahlen. Und der Herr Kessel macht sich ziemliche Sorgen über den Ausgang dieser Wahlen. Warum? Warum ist dieses Ganze notwendig, um Wandel, den Begriff des Wandels zu verstehen? In positiven wie in negativen. Wie gesagt, positiv wandeln sich auch in einer Partnerschaft. Eine Partnerschaft kann sich positiv wandeln, dann, wenn sie wechselseitiges Leben eher mehrt als mindert. Eine Familie kann sich wandeln, dadurch, dass sie wechselseitiges Leben eher mehrt denn mindert. Ein Unternehmen kann sich wandeln, dadurch, dass über seine Unternehmenskultur den Mitarbeitern eher die Chance gibt, ihr personales Leben zu entfalten, als es zu mindern. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, auch des positiven Wandels, die wir nicht übersehen wollen. Aber Sorge macht uns dieser Wandel nicht, denn diesen Wandel sind wir wahrscheinlich seit Jahrhunderten gewohnt. Nicht, es wäre falsch anzunehmen, im Merkantilismus gäbe es nur Unternehmer, die als reine Ausbeuter tätig geworden wären. Das stimmt nicht. Die Verantwortung der meisten Unternehmer im Merkantilismus für die Mitarbeiter war stärker als die im frühen Kapitalismus. Die Tendenz, die sich im Neokapitalismus dieses Jahrhunderts, ja, fängt ja ungefähr mit diesem Jahrhundert an, festmacht,
ist wirklich eine neue Form der Ausbeutung. Und zwar werden diesmal nicht nur die Arbeiter an erster Stelle ausgebeutet, sondern an erster Stelle die Aktionäre. Nicht? Die Aktienkurse sinken und die Führungskräfte bekommen leicht eine Verdoppelung ihres Kapitals, ihres Entgelts, entweder über Prämien oder so etwas. Ich habe gar nichts dagegen, das über Prämien zu machen. Nur sollte, wenn der Bilanzgewinn gleich null ist, sollte das Gehalt der Vorstände auf null gesetzt werden. Und nicht, wenn es, sagen wir mal, 100.000 Mark beträgt, dass davon erstmal ein Drittel die Vorstände und Aufsichtsräte bekommen. Die gerechte Bedienung mit Geld des betriebsnotwendigen Kapitals einerseits und des Faktors Arbeits auf der anderen Seite driftet so stark auseinander, dass wir auch hier wieder von einer Störung des Gleichgewichts sprechen können und sprechen müssen. Und zwar ist das jetzt bitte nicht etwa von Menschen gewollt, der Gesetzgeber könnte natürlich Nein sagen, es geht nicht, ihr dürft es nicht. Das heißt, auch die Vorstände bekommen keine Prämie, sondern einen Vertrag von ihrem Aufsichtsrat vorgelegt, den sie unterschreiben, dem ihr Gehalt vorgesetzt wird, mit entsprechenden Erhöhungen vielleicht, aber im Prinzip ein Festgehalt. Und das wäre möglich, aber das tut er nicht. Warum? Die Irrationalität unseres sozialen Systems, die es weitgehend unbeherrschbar macht, die den Wandel auch unregierbar macht, ist dadurch entstanden, dass Ökonomie, Politik, zum Teil auch Soziales, miteinander in eine Verbindung getreten sind, die wechselseitig erst die Existenzberechtigung gibt und die Sicherheit des Partialsystems, sozialen oder ökonomischen oder politischen Partialsystems sichert. Nicht deshalb wird die Politik nicht massiv in die Ökonomie eingreifen und sie wird es auch dann nicht tun, wenn die Funktion der Gewerkschaften in der Nähe von null ist. Ich bin, Marie-Louise, sehr dankbar, dass sie auf das Thema Gewerkschaften zu sprechen gekommen ist. Ich sehe die Sache nur ein bisschen andersrum. Die Gewerkschaften werden immer weniger zu sagen haben. Das Einzige, was sie sich hätten unter den Nagel reißen können, wären etwa im Betrieb einer Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes, die Verpflichtung, dass auch die Mehrheit der im Unternehmen Tätigen einer Fusion zustimmen müssten. Und zweitens, wenn sie sich ernsthaft der Arbeitslosigkeit zuwenden würden. Da haben sie ihre Berechtigung. Aber sie haben keine Berechtigung in fast allen anderen Punkten, die im Betriebsverfassungsgesetz niedergelegt sind. Die meisten Unternehmen oder sehr viele Unternehmen regulieren das heute schon auf der innerbetrieblichen Ebene durch Verknüpfungen und Vereinigungen von Unternehmensleitung auf der einen Seite und dem Betriebsrat auf der anderen Seite. Das, was man vor 5 Jahren nur sagen durfte, nämlich, dass man nicht für Fixlohn, sondern für Gleitlöhne wäre. Und bitte diese tarifgebundenen Löhne abschaffen solle, sondern die Entlohnung nach den Betriebsergebnissen, an die Betriebsergebnisse orientieren sollte, was vor 5 Jahren also noch zu einer allgemeinen Steinigung durch die Gewerkschaften geführte, kann man jetzt als Gewerkschaftsführer selbst sagen, ohne dabei von den anderen ermordet zu werden.
Man wird zwar keine Karriere machen in Gewerkschaften, aber man wird toleriert, man darf es sagen. Also, unser Problem ist noch einmal, die Autodynamik des sozialen Systems, die den Wandel stärker beherrscht als unser Wollen den Wandel beherrscht. Und gegen diese autodynamischen Systeme, diese Autodynamik, die müssen wir kennenlernen, um nicht gegen die Autodynamik eines sozialen Systems etwas zu wollen, was sinnlos ist, weil es kein Ergebnis zeitigen wird. Also eine der wichtigsten Aufgaben heute, auch der Wirtschaftswissenschaften, wird es sein, herauszufinden, was ist eigentlich autodynamisch, und zwar in meinem Unternehmen, in der Volkswirtschaft und der Weltwirtschaft. Zum Beispiel scheint mir die Tendenz, die augenblickliche Tendenz in einer bestimmten Richtung, die Globalisierung zu lenken, autodynamisch zu sein. Hier gilt dann, was ich eben schon gesagt habe, in autodynamischen Prozessen können wir nur die Randbedingungen ändern. Was könnten wir etwa tun? Nicht? Die Weltbank könnte sich zum Beispiel entschließen, die Drittweltländer oder auch die UNO, könnte sich entschließen, die Zölle, die Ausfuhrzölle aus Drittweltländern zu senken oder ganz flach fallen zu lassen. Das wäre Globalisierung im positiven Sinne. Nicht? Die können auf dem Weltmarkt mitarbeiten, wie sie wollen. Was würde das aber konkret bedeuten? In China kostet der Reis 4% von dem, was er in Japan kostet. Und glauben Sie, es wird noch jemand japanischen Reis kaufen? Selbst Sushi würde auf chinesischem Reis angeboten. Was würde das für Japan bedeuten? Für Japan würde das das Ende der Landwirtschaft bedeuten. Was bedeutet für ein Land das Ende der Landwirtschaft? Das ist das Schlachten eines goldenen Kalbs. Was tut man nicht? Nämlich die Urproduktion, Landwirtschaft, Werften und Bergbau sind tabuisiert und dürfen deshalb notwendig subventioniert werden. Und wenn jemand gegen die Subventionen was hat, dann versündigt er sich gegen elementare Grundregeln menschlichen Zusammenlebens. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass die deutsche Landwirtschaft mit 50% übersubventioniert wird, solange wie wir auf dem Weltmarkt etwa 50% die Grundlagen unserer Lebensmittel zu etwa 50% des Preises haben könnten. Schauen Sie, damit hätten wir auch viele andere Probleme gelöst, unter anderem das Problem der mangelnden Nachfrage. Das Geld würde ja dann in andere Nachfragegebiete als der Lebensmittel fließen können. Nicht notwendig fließen, aber fließen können. Es könnte natürlich sich auch auf den Banken sammeln, das wäre den, oder unter der Bettdecke. Das wären so die Alternativen. Es wäre also falsch zu sagen, der wirtschaftliche Aufschwung beginnt mit dem Aufschwung der Investitionsgüternachfrage, sondern der beginnt eindeutig mit dem Aufstieg der Konsumgüternachfrage. Dann werden auch Investitionsgüter nachgefragt. Ich bitte Sie also hier darauf zu achten, dass einfach hier Trivialmechanismen auch, also dass nicht etwa so einen großen ökonomischen Geist gäbe, der über uns schwebt und tut, was er für uns für mit richtig hält, weiß ich, wie einen jemanden, der ein Hirt, der eine Ziegenherde bewacht, nein. Ein bisschen können wir auch dazu tun. Ein paar Mechanismen kennen wir. Und die sind zum guten Teil trivial.
Mal sehen, was ich hier in der Vorbereitung denn mir noch sonst notiert habe, was ich Ihnen unbedingt sagen wollte. Ja, richtig, das hat Maria Luise schon gesagt. Das ist eine Frage der Werteordnung. Wir können ein bisschen an unserer Ökonomie, nationalen als auch übernationalen Ökonomie dazu tun, aber auch zum Teil der betriebswirtschaftlichen Ökonomie dazu tun, dadurch, dass wir bestimmte Werte verstärken, belohnen und andere Unwerte bestrafen oder jedenfalls dann die entsprechenden Personen im Unternehmen nicht weiter aufsteigen lassen. Also, dass wir lernen, wieder Werte, auch ethische Werte und moralische Werte, wieder lebendig zu machen und auf diese Weise, und das bitte ich Sie zu berücksichtigen, die Autodynamik zu begrenzen. Wir beherrschen sie dadurch nicht, aber wir können sie dadurch begrenzen. Wir können ihre nekrophilen Tendenzen damit mindern. Aber dazu, denke ich, sind wir unbedingt verpflichtet. Ein Wandel, der wertfrei abläuft, das ist also jetzt dieser autodynamische Wandel, der seiner eigenen Dynamik nur gehorcht und nicht von den Wertvorstellungen von Menschen beeinträchtigt wird, wird, obwohl die Menschen den Einfluss haben, Randbedingungen dieses Wandels zu bestimmen, nekrophil ausgehen, wenn sie diese Bestimmung des Wandels nicht in ethischen Werten letztlich begründet sein lassen. Ich weiß, dass das schwierig ist und man kann sich daran den Kopf wund treiben, das Herz. Ich weiß, dass auch es nichts im Sinn einer einzigen Partei, die mir bekannt ist jedenfalls. Ich kenne halt nur vier, die anderen kenne ich nicht näher. Es kann sein, dass die Partei der frommen Christen oder so bessere Werte hat und es anders sieht. Aber keine Partei, die ich ernsthaft kenne, legt auf sittliche Werte auch nur den geringsten Wert und schämt sich, dieses Wort in den Mund zu nehmen, deshalb, weil man sie dann gleich für eine Fanatiker halten könnte. Dabei sind sittliche Werte, wie zum Beispiel das Biophilie-Postulat, auch auf soziale Systeme angewandt. In keiner Weise ideologisch. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Werten, die wir als Kinder gelernt haben, die aus der katholischen Theologie oder evangelischen Theologie herauskamen, die waren dogmatisch. Wenn du das und das und das tust und das nicht tust, dann kommst du in den Himmel. Reine Dogmatik. Die Biophilie ist keine Dogmatik, deshalb, weil sie von jedem Menschen ein ihm gerechtes Handeln, das Sein und seiner Mitwelt, auch die Mitwelt sozialer Systeme, bessert, fördert, realisiert. Den Vorwurf der Biophilie, die gelegentlich dann gemacht hat, sie sei genauso wie alle anderen Moralien dogmatisch, der ist einfach dadurch zu beheben, dass sich dabei nicht um eine Moral, sondern um eine Ethik handelt. Das heißt, um eine im Prinzip für alle Menschen verpflichtende Normenvorgabe. Wie dieser Mensch dieser Verpflichtung nachkommt, das hängt von seinen persönlichen Begabungen ab, das hängt von den Begabungen seiner Mitarbeiter, seiner Partner ab, das hängt von den konkreten sozialen Situationen ab, in denen er sich befindet, aber es ist alles andere als dogmatisch. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Wandel, diesen gesellschaftlichen Wandel, wenigstens soweit wir ihn beherrschen können, also in Randbedingungen, nicht biophil zu gestalten, nach einer biophilen Wertordnung zu gestalten, dann wird sich dieser Wandel gegen uns richten, fürchte ich.
Und wir werden freudig lächelnd untergehen. Ich habe das Wort mal bei André Gide gelesen, ich weiß nicht, hat es irgendwo auch abgeschrieben. Aber damit möchte ich dann schließen. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber ich weiß, dass es anders werden muss, um gut zu sein. Dankeschön.